So, in dieser Folge geht es nun darum, einen Software-Interrupt zu programmieren, den man auch unter dem Namen Trap oder Exception kennt. Ich gehe mal direkt in den Emulator. Und hier hatten wir ja die beiden Interrupt-Service-Routinen. Hier unten einmal für den Interrupt 0. Ich gehe nochmal hoch, der für den Kalkzustand zuständig war. Das heißt, wenn die Maschine entkalkt werden muss, dann wird dieser Interrupt ausgeführt. Und hier der Port P00 wird auf 1 gesetzt. Und für den zu hohen Druck haben wir die Interrupt-Routine für den Int 1. Dort wird der P01 auf 1 gesetzt. Und jetzt sollte es ja so sein, dass wenn wir zu hohen Druck detektieren, das heißt, wenn der Sensor zu hohen Druck liefert, dann sollte zusätzlich zu der Interrupt-Service-Routine für den Interrupt 1 auch noch die Interrupt-Service-Routine für den Interrupt 0 ausgeführt werden. Und das soll nicht durch Hardware geschehen, indem das Signal im Prinzip auf beide Eingänge geschaltet wird, hardware-technisch, sondern das sollte per Software passieren. Und zwar können wir hier in der Interrupt-Service-Routine für den Interrupt 1 das Interrupt-Pending-Flag für den Interrupt 0 setzen, das heißt, wir setzen IE 0 ist gleich 1, das ist das Interrupt Pending Flag für Int 0 und kompilieren das direkt einmal und schicken das Ganze mal auf den Emulator. So, dann führe ich das Programm gleich mal aus und setze jetzt das Signal für den zu hohen Druck auf 0. Das heißt, er bekommt letztendlich das Signal, dass der Druck zu groß ist. Und automatisch werden beide Interrupt-Service-Routinen aufgerufen.